Hallo Leute, es geht weiter mit Tomb Raider Anniversary. Wir sind hier zuletzt angekommen. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt hier erwartet. Kann ich da hinspringen? Nein. Das ist aber eine riesen Sphinx, hinter der wir jetzt sind. Das erinnert mich auch, denn das ist ja auch das Remake vom ersten Teil von damals. Es erinnert mich da aber auch gerade dran, dass man doch hier auch irgendwie bei so einer Sphinx war. Sind wir ja jetzt hier... Komme ich hier oben nicht mehr irgendwo lang? Nicht? Gar nicht? Hier sind überall Treppen, aber... Kann hier nirgendwo rüberspringen? Nee, das schafft sie nicht. Das ist einfach zu groß für sie. Auch für sie ist es mal einfach zu groß. Ich hab mal ein bisschen Schiss hier, was hier so kommt. Gerade Orte, die zu viel Platz haben, sind mir nicht geheuer. Aber hier gibt es eine Leiter. Ich kann also jederzeit quasi wieder hochklettern. Muni, Muni, Muni. Finde ich gut. Sag ich doch, Riesensphinx. Und kommt jetzt hier auch was Böses? Runtergelaufen. Ja, wir sollen ein Tor öffnen. Das geht aber nur mit irgendwelchen Ankerkreuzen, die wir anscheinend noch finden müssen. Da können wir rumhangeln. Da kommen wir ja eigentlich her. Das bringt's ja nicht. Nee, dann gehe ich wieder zurück. Auch nicht hoch. Ich finde, das haben sie ganz toll gemacht. Das war früher so total verpixelt und so und hier sieht es halt richtig schön aus. Auch da ist die andere Seite. Vielleicht finde ich da aber auch noch was zum Einsammeln. Nö, aber irgendwie nö. Nö, 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 nö. Geh mal wieder hoch. Ja, dann gehe ich da die Leiter hoch. Weil das wird wohl der beste Weg sein. Und dann kann man jetzt halt entweder nach links oder nach rechts. Dann nehme ich mal erstmal links. Kann sie da hoch? Sich festkrallen? Nein. Dann bringt mir die Seite hier nichts. Na gut, wenn ihr meint. Und ein Kontrollpunkt. Hier kann man sich später runterrutschen lassen und dann hier, dann kommt man hier wieder an. Okay, man muss sich erstmal so einen Überblick hier verschaffen. Da ist Schrotflintenmuni, die sie nicht braucht, aber das Medipack kann sie einsammeln. Tolle Aussicht. Ich würde gerne einen Screenshot machen, aber irgendwie so, dass es, weiß ich nicht, nicht so ganz nur ihren Hinterkopf betrifft. So. Ja. Weiter geht's. Nein! Nein! Nein, nein, nein. Jetzt muss ich alles nochmal machen. Hat ja nicht ewig gedauert hier. Eigentlich sollte sie sich da festhalten, hat sie aber nicht. Warum denn nicht? Jetzt aber. Der Sprung war einfach nicht genau genug.
Gruselige Musik auf einmal. Was ist jetzt hier? Ah, ich kann hier an die Säule. Ich kann an die Säule. Und hier kann ich dann hoch. Und bin dann ganz oben. Da kommen Fledermäuse oder sowas. Nein, das sind keine Fledermäuse. Das ist etwas größeres Kaliber. Wo ist der andere? Es waren doch zwei. Hä? Viecher, ey. Unglaublich. Wehe, der andere kommt jetzt noch irgendwann. Voll gemein. Aber es gibt hier eine Menge zu holen. Wenn ich denn das hier schaffe, ja. Sieht man ja. Was ist, wenn ich darüber gehe? Dann komme ich auch noch an einer Stelle an, wo ich hin will. Aber dann mache ich das mal erstmal hier mit der oberen Stelle. Gefunden zwei Mini-MPs. Oh. Das sind neue Waffen. Das finde ich toll. Und auch hier mache ich einen Screenshot. Das sieht einfach zu gut aus. Von hier oben sieht man schön die Sachen. Aber ich glaube, das da hinten, das war Schrotflintenmuni. Die brauchen wir nicht. War hier nicht noch was? Oder... Da oben, nee. Bin jetzt ein bisschen irritiert. Kann ich hier wieder... Ja. Muss ja hier irgendwie wieder wegkommen. Uff, knapp. Gut. Geschafft. Auf dem Sphinxkopf waren wir jetzt also schon. Sehr cool. Kann sie sich ja einfach fallen lassen? Nee. Das wäre nicht so gut. Eher der elegante Weg. Der elegante Weg. Ah, uns wird der Weg leichter gemacht. Was ist denn da drüben? Und... Meine Güte, was ist denn hier bloß? Und hier kann ich dann runterlaufen, ohne dass mir was passiert. Und schon sind wir wieder am Rücken. Aha. Ach, und da müssen wir dann auf die andere Seite. Gut, das sind also die Wege, die vorher nicht gingen. Dann gehe ich da oben mal rein, dann kommen wir wahrscheinlich auch irgendwie rüber zur rechten Seite. Wir könnten ja mal diese MPs ausprobieren. Macht bestimmt Spaß. Brauchen wir aber anscheinend hier gerade nicht. Das ist blöd. Das ist blöd. Total blöd. Wie komme ich denn darüber? Ich brauche einen Hebel, der... Ach, die fährt sich von alleine aus. Okay. Okay. Habe ich nicht gesehen. Ich dachte, ich muss jetzt noch einen Hebel betätigen oder so. Ja. Sorry. Nee. Will ich denn jetzt lang? Doch, ist richtig hier, ne? Ja. Oh na! Ey! Geht doch! Die MPs wollte ich. Hallo, Freunde. Okay, hier haben wir so ein Obelisken-Ding von der anderen Seite. Da ist bestimmt der Hebel
für die andere Seite in der Mitte. Nein, der ist für hier. Die Hebel sind pro Raum, nicht für einen anderen Raum. Geht das jetzt auf Zeit oder nicht? Oh, tolle Sequenz hier. Das ist ja cool. Mit dem Licht hier. Ah, das ist ja ein schöner Raum. Und dann geht der aber wieder... Was kann ich da tun? Keine Ahnung, was man da tun kann. Also das muss wohl... Da muss ich wohl irgendwas machen, damit der so bleibt oder so. Sowas in der Art. Eine lange, lange Treppe. Und hier kann ich rüberschwingen. Dachte ich. Moment mal. Was ist denn, wenn ich da ganz das nach unten fahren lasse? Irgendwie gibt es hier voll viel zu tun, ohne dass ich hier irgendwas verstehe. So vielleicht. Wenn ich einfach mal ins Wasser gehe. Okay. Die sollen alle so runtergebracht werden. Alles klar. Ja. Die Klappe ist jetzt auch unten. Da kann jetzt nichts mehr passieren. Ich muss dann nur mal wieder nach oben irgendwie. Zurück zu dem anderen Ding, den ich gerade nicht runtergelassen habe. Okay, das hat geklappt. Das finde ich gut. Sehr freundlich. Nein. Ja, nee. Also ja, aber nee. Alles etwas kompliziert hier noch. Aber gut. Kannst du ja den auch mal runterlassen. Das kann ja alles nicht schaden. Nee, das war jetzt nicht so cool. Scheiße. Menno. Nein. Oh Gott, ja. Wem geht es nicht irgendwann so nach diesen 1000 Kletterbumspartien hier? Nun schaff's schon. Also mir würde auch die Kraft an ihrer Stelle irgendwann ausgehen, ganz ehrlich. Jetzt hat sich hier wieder irgendwas getan. Keine Ahnung was. Ich will wieder nach oben kommen. Zieht sich das jetzt auch hier wieder ein? Nein. Okay. Schwingen wir uns hier rüber. Bringen wir diese Dinger alle runter, so wie sie runter sollen. Gut machst du das. Wir bauen uns hier so eine Hilfe sozusagen selber. Vielleicht ist das Wasser ja auch irgendwann gar nicht mehr da. Oh, das... Nee. Das war nicht so toll. Das ist irgendwie die einzige Stelle auch, wo man immer rauf kann, nur, ne? Ja. Blöd. Da oben sind ja auch noch immer diese Haken dran. Ich frage mich halt die ganze Zeit, ja... Ob das nämlich auch später uns dient, irgendwie. Kann ich jetzt hier auf den
die Spitze vielleicht auch einfach noch drauf springen, so. Ups. Nein, nein! Aber das hätte doch klappen können. Oder kann sie nicht auf diesen Obelisken-Spitzen balancieren? Das weiß ich natürlich nicht. Wer hat denn so viel Kraft die ganze Zeit, ganz ehrlich? Das kann man doch gar nicht. Irgendwann braucht man doch auch mal eine Pause. Aber nicht Lara. Die kann das natürlich mit ihren übermenschlichen Kräften. So, wieso kann sie jetzt nicht einfach hier auf diese Spitze rüber? Oder an denen nochmal? Ich muss da ja irgendwie noch ran. Nee. Eigentlich eher nicht so. Super, wie mache ich das jetzt? Jetzt kann ich hier wieder zurückhampeln. Ja, jetzt kannst du nicht einfach mal dir Schwung nehmen und dann... Oh, jetzt geht das nicht. Kannst du dich nicht da hoch? Das geht nicht. Scheiße, ich hab's mir versaut. Oh, ich hasse es. Was mache ich hier eigentlich in diesem Raum? Und immer dieselbe dämliche Stelle. Kann sie da nicht auf die Spitze? Nein, kann sie nicht. Nochmal probiere ich es auch nicht. Ich wollte nur wissen, ob es endgültig an mir lag oder es einfach nicht geht. Und nochmal, und nochmal. Geh mal hinter dich, weil ich glaube, hier müssen wir auch nochmal lang. Oder? Aber hier, das schafft sie nicht. Das würde nichts bringen. Ah! Auch an die Stange kann sie nicht. Wie soll man das denn machen dann? Das ist nervig hier. Ich will das jetzt endlich mal erledigt haben. Komme ich denn da? Ja, der ist ja auch schon unten. Da brauche ich ja gar nicht ran. Aber den hier müsste ich noch mal. Wie denn? Okay. Cool. Ich habe hier auch noch. Naja, bringen wir erstmal den hier runter. Ja, bringen wir den erstmal runter. Da ist noch ein Artefakt oben rechts irgendwie. Könnte man sich auch nochmal holen. Jetzt kommt das Ding weiter raus. Das bringt's ja auch. Als ob ich da nicht so auch hin kann. Aber es tut sich noch mehr. Aha. Das ist ein Schalter. Mysteriös. Gut. Schön. Ja. Ich würde ganz gerne ans Artefakt hier kommen. Hallo? Wie mache ich das? Wie kommt man da hin? Wie kommt man denn da hin? Gibt es hier was zum Klettern? Das da oben? Da oben runter und dann weiß ich auch nicht. Weil hier geht ja nicht. Das geht ja nicht. Ah, super, Lara. Super.
ganz klasse. Ja. Was mache ich jetzt hier? Ich könnte ja auch mal tauchen. Gucken, ob hier überhaupt im Wasser noch was ist. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ich glaube aber nicht. Nö. Na gut. Ja, was soll ich sagen? Es ist sehr kletterlastig im Moment. Was schwierig ist für den Spieler und zum Zugucken, eher wahrscheinlich ruhig, kann ich mir vorstellen. Aber es ist halt echt alles nicht so einfach, wie es aussieht. Das wäre ja viel zu einfach. Ich weiß nicht, wie man an das Artefakt kommt. Da oben eine Plattform ist, dann kann man... Ich weiß nicht, ob man sich hier irgendwie hangeln kann oder so. Aber zu irgendwas müssen diese Stangen da ja auch gut sein. Nee, ich... nee. Selbst wenn hier diese Wand noch, diese Kletterdings noch wäre, dann hätte das ja auch nicht viel gebracht. Vielleicht kann man sich... Nee, kann man glaube ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nein! Oh, ich krieg einen Rappel bei sowas. Echt. Passiert nur mir sowas oder passiert das auch anderen? Ja, jetzt hör auf, dein Gleichgewicht zu verlieren. Du schaffst hier noch ganz andere Sachen. Da brauchst du nicht hier... Tu mal nicht so. Ah, oh, ich fall gleich runter. Das wäre ja so schrecklich. Ich fall ja nur ständig aus Klettern 1000 Meter Tiefe. Kein Problem. Bringt mir das da was, auf diesem kleinen Quader zu stehen? Ich glaube nicht. Ich glaube eher nicht. Halte ich jetzt da an dieser Leiter fest. Ja. Geht doch. Geht doch. Super. Endlich. Und was hat's jetzt gebracht? Hat's gebracht. Okay. Kapiert. Das Artefakt. Irgendwie muss man da ja noch rankommen können. Müsste das nicht irgendwie hier unter uns wieder sein? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Da ist es, da hinten. Wenn ich jetzt da oben stehe, wenn ich mich hier runterhangel, da Kanten, nee, das geht ja gar nicht. Wie kommt Madame an das Artefakt? Also das ist mir jetzt echt ein Rätsel. Vielleicht eine Etage tiefer? Einfach runter? Geht das? Oder bin ich dann falsch hier? Ich weiß es gerade nicht. Menno. Und die Zeit ist ja auch schon wieder um Gottes Willen. Ich merke es einfach immer nicht. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Ich guck mal, wie man da rankommt. Und wenn das zu kompliziert ist, dann gehen wir direkt durch das tolle geöffnete Tor. Und ansonsten hole ich mir das Artefakt noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.